Hallo liebe Freunde, und da bin ich wieder, euer Papillon zu Left 4 Dead 2. Und wir spielen die Kampagne weiter. Und diesmal ist das Sumpffieber dran. Und hier im Sumpffieber gibt es 4 Kapitel. Der Plankenlauf, der Sumpf, die Hüttensiedlung und die Plantage. Schwierigkeitsgrad normal lassen wir. Und wir hatten bisher alle Charaktere außer unseren guten alten Nick. Der macht sich jetzt mal seinen Anzug schmutzig im Sumpf. Und wir starten das Ganze. Hier wieder mit einem schönen Filmplakat. Wir gucken mal, was uns hier so erwartet. Betreten verboten. Keine Sida, kein Militär. Eins sag ich euch, Sümpfe mag ich nicht und die Leute darin auch nicht. Ich glaub, niemand mag den Sumpf. Na gut, dann wollen wir mal hier aus dem Eisenbahnwaggon raus. Und dann nehmen wir uns mal das Kampfmesser hier. Was haben wir hier Schönes? Brandmuni hier! Brandmunition. Eine Pipe. Ein Medikit, was wir vorhin vergessen haben. Noch irgendwas. Pfanne hätten wir als Nahkampfwaffe. Und ein Kanister. Charger! Dann wollen wir es mal so versuchen. Knarre! Wir gucken mal hier wieder, was es hier alles so Schönes gibt. Ich glaube, das ist nicht die beste Route. Kotze! Und wir locken mal die Zombies alle da an. Lade nach! Ich glaube, das ist meine Ex-Frau. Lade nach! Oh, ein eiskaltes Bier, das wäre jetzt was so. Reloading! Wir sind Waffen! Rohrbombe! Ich lade nach! Nein! Lade nach! Ich bin getroffen! Ja gut, da habe ich die Witch angeprägt. Bin ich übel, aber ihr seht echt fertig aus. Was jetzt nicht so eine gute Idee war. Danke, Mann. Ist okay. Muss heilen. Gut, weiter geht's. Die sind wohl alle Hals über Kopf hier weg. So, dann gucken wir uns mal um, was es hier Schönes gibt. Benzinkanister, nehmen wir uns mal mit. Weil gleich startet hier ein Event. Nehmt Granaten! Panther! So. Und hier haben sie einen Charger aufgehangen.
Man braucht echt ein Schild, um Leute im Krokodilpark vom Schwimmen abzuhalten. Das Boot muss hier rüber. Und dann holen wir uns mal das Boot. Ist mir ziemlich egal, ob ihr fertig seid. Sie kommen! Und für die Rohre. Was ist das, ihr Zombie-Viecher? Dann besorgen wir uns mal die Pipe hier. Beziehungsweise die Galle. Dann starten wir mal hier ein schönes Feuerwerk. Molly wollen wir uns doch aufs Boot. Nehmen wir uns mal Boot ist da. Meinen Pistols. Aufs Boot. So. Lassen wir uns mal rüberziehen. Mann, wenn man gezwungen ist, sich mit Hilfe von Sumpfbewohnern aus der Stadt zu retten, dann macht doch die Cedar irgendwas falsch, oder? Okay, gehen wir durch den Krokodilpark und besuchen die schrägen Schlammkämpfer. Klingt das gut? Well, when you put it like that, no. Na, dann gehen wir mal durch die Krokodilfassung in die Wasser. Koma! Natürlich trifft er mich ein zweites Mal. Das war echt Glück. Verdammt, ich glaub's nicht. We got Molotovs. Weiß jemand, wo es lang geht? Ja. Dann gehen wir mal hier lang und besuchen die Sumpftour. Halt still, ich will dich verarzten. Nicht die Alligatoren füttern und auch nicht die Zombies. Oh ja. Machete! Not enough! Jockey! No!
schießen, Molotow! Lade nach! Wie ein Film aus dem Hinterhalt killen. Moment, muss mich verarschen! Mist! Der Kacksumpf ruiniert meinen weißen Anzug. Der mit Zombiehirn bedeckte Anzug? Meinst du den? Hirn kann man rauswaschen. Weiß er nicht. Hab ich gelesen. Ja, der schöne weiße Anzug wird dreckig. Deswegen gehen wir mal hier. Jeder schnappt sich eine Waffe. Hier ist Schleim! Ätzender Schleim! Oh, Scheiße! Vorsicht! Hab ich jetzt nicht kommen sehen. Wir sehen dann eine kleine Eisenbahn. Ein Schutzraum. Dann gehen wir mal hier in den Schutzraum. Dass der Generator draußen ist. Baby! Hier ist irgendwo ein Smoker. Na, sind wir doch halbwegs gut durchgekommen. Obwohl, ja, es geht tausendmal besser. Bin eingerostet. Sim von dich, passt nicht. Habe ich schon Pilze an den Füßen? Schönes Granat, ja. Jeder Schlag. Was hat der Schönes dabei? Ich schmeiß Molly. Na. Das sind ja auch zu geil. Waffen! So kann man die auch wegmachen. Mit einem guten alten Gaskanister von Öl. Ne Shotgun. Zombies an Bord. Shotgun? Oh. Wieso habe ich das Gefühl? Das war erstmal den Tank ausschalten müssen. Na komm. Gehen wir mal zurück. Wo kommt er denn? Molotow!
Ich werfe einen Molotow. Das war ich. Na. Reloading. Jetzt können wir das Event starten. Oh, hier ist ein schöne Boeing runtergekommen. Hier sind Waffen. Man kann das Event starten und sich hier hinten platzieren. Abzuwarten. Ich mach auf. Das machen wir auch. Bis das Event vorbei ist. Gehen wir mal in die Loot Corner. Und warten einfach mal ab, was passiert. Noch nicht mal schießen. Das machen alle unsere Bots hier. Wir haben hier alles unter Kontrolle. Da kommt die nächste Welle. Genauigkeit oben wie sonst. Coach hat schon keine Munition mehr, der nimmt schon die Pistole. Die Pistolero hier, die Doppelpistole. Jetzt der letzte Ansturm zu sein. Und dann wagen wir uns mal nach vorne. Mann, hier Waffen. Hier sind Waffen. Dann munitioniert euch mal auf. Das müsste reichen. Und dann wollen wir mal weitergehen. Lade nach! Hier irgendwo ist ein Smoker. Jeder schnappt sich eine Waffe. Was ist das hier, Zombie-Viecher? Und dann machen wir die Gegend mal wieder ein bisschen sauber hier. Adrenalinschuss! Lade. Alles. Okay. Jetzt brauche ich ein richtiges Stärkungsmittel. Na klar. Das ist schon nicht schlecht. Bitte irgendwo. Der Hurricane, oder die Leute, die ihr Mist entworfen haben. Molotow! Oh, das war so anstrengend, ich gehe mal aufs Klosett. Charger!
grünes Licht. So, hier ist eine Barrikade. Boomerkotze! Kotze! Oh, jetzt weiß ich gar nicht, wo mein Molly ist. Und jetzt geben wir mal Hackengas. Lassen wir die Zombies da einfach mal sammeln. Und Hallo. Laufen an denen vorbei. Natürlich kriegt mich der Schock wieder. Hallo? Das ist nicht gefallen, aber keiner da. Alle rein hier, los! Coach gefällt es da draußen. Fang an, euch Turtle zu mögen! Und da sind wir. Oh, das ist doch mal eine Schnapszahl. 111. Scheiße, Mann. Wir haben es nicht geschafft. Ja, das macht mich richtig traurig. Rennen wir mal unsere Verbündeten. Nehmen wir dieses 16-Stunden-Gewehr. Wir bleiben bei der AK. Sie sind im Wasser. Gucken wir mal hier im Südstaatendorf. Adrenalinschuss! Reloading! Hier überall Molotow-Cocktails. Ich nehme die Tabletten. Verlassen wir das Dorf. Okay. Jetzt brauche ich ein richtiges Stärkungsmittel. Ich schmeiß einen Molly! Dann nehmen wir uns einen Molly mal wieder mit. There are a lot of bodies in this village. Haben Sie die Zombie-Kühe? Hier ist ein Spitter. Gebrannt. Lade nach! Da kommt er. Wir gehen mal gucken, was es hier Schönes gibt. Knarre! Lade nach! Aufpassen! Lade nach! Hier gibt es auch wieder verschiedene Wege. Entweder kann man hier unten durchgehen, Vorsicht, durchs Vorsicht. Haus, oder da hinten rüber springen. Hier durch! Er kommt. Schleichen wir uns mal nach. Hinten. Hinten lang. Ah, Sumpfdecke. Und wir haben wieder eine Runde. Jeder schnappt sich eine Waffe. Ruhe jetzt, ich höre mich. Ich leg mich aus. Mal gucken, ob das geht. Schießt auf dich! Schießt auf dich! Na gut.
Ich hätte eine Kettensäge gebraucht. Danke. Das war jetzt nicht so eine gute Idee. Lade! Die Planke Sparten muss runter. Event. Ich will. Achtung, die Brücke! Du kannst das sicher besser gewinnen. Oder ein Smoker ist. Okay, und Alice muss den ganzen Weg durch den Sumpf laufen, um unsere Kollegen zu retten. Oh, wow. Oh, nein. Nicht euer Ernst, dass ich da eben drauf war. Dann gehe ich doch gleich wieder down. Woher wusste ich's? Dass ich hier noch wieder einen Schnaufen würde. Danke. Und da sind wir schon wieder im Schutzraum. Tür zu. Yes. Diesmal alle Heile angekommen. Halbwegs Heile. Und wir haben dem Tank den meisten Schaden zugefügt. Haben wir mal den Coach. Komm, Alice. Nimm es. Lade nach.
halten wir uns jetzt nicht lange mit Shopping auf. Es sei denn, wir sehen hier nur. Reloading! Lade nach! Smoker nach! Smoker! Es sei denn, wir sehen schon Molotov-Cocktail. Das Haus, das nehmen wir einfach mal mit. Es werde Licht. Jeder schnappt sich eine Waffe. Na gut. Down the street. Sehen wir schon einen großen Traktor. Lade! Ein Unterschleim! Hier die Villa. Plantagenhaus. Ja, das ist meistens in den Südstaaten immer so, hier mit so alten Bäumen. So ein Farm oder Farmhaus oder Plantagenhaus. Great, no one here. Schon was Geiles. Wir können am Gerüst hochklettern. Jeder kriegt dann einen eigenen Teddybären. So, das habe ich gesucht. Hier gibt es Waffen und Munition. Und hier gibt es, wie im Vorspann dann sehen wir, das schwere MG. Wir mal hier hinten. Hier ist auch mal ein schöner Platz, um sich zu verteidigen. Nachher flüchten. Lade nach! Platzieren wir mal einen hier. Reloading! Und einen hier so. Hallo? Gut, Virgil, seine Hälfte ist alleine. Er ist alleine. We'll be here. Na gut, jetzt haben wir das Event gestartet. Dann gehen wir schnell zurück ins Plantagenhaus. Das ist immer am besten zum Verteidigen. Weil man hier Überblick über alles hat eigentlich. Lade nach! Sonst gibt es draußen noch eine Ecke, wo man sich verbreiten kann, aber das hier genügt uns schon. Dass die Besucher alle die Eingangstür treten. Hier ist Schleim! Mist, immer bitter Scheiß! Achtung!
Der ist auf dem Dach. Hier kommt ein Tank! Ich schmeiß einen Molly! Ah! Mach mal noch Kampflaufen, ne? Und wir holen uns den nächsten Molly. Da ist ein Smoker! Na, dann verteidigen wir mal von hier draußen. Hier kommt ein Bomber! Den bekämpfen wir draußen. Auf den Tank! Verbandszeug! Muss heilen! Nennen wir uns mal. Wartet mal, muss mich heilen. Viel besser. Bitte! Ja. So, jetzt kommt. Da kommt schon der nächste. Jetzt kommt hier lang. Jetzt muss er schnell gehen. Andale, andale, die kommen doch schon. Zum Boot! Da sind wir, Virtual. Ab geht's in Sicherheit. Eine Bootsfahrt ist lustig, eine Bootsfahrt ist schön. Die Überlebenden konnten fliehen. Diesmal alle. Diesmal haben wir sie alle gerettet. Uns noch mal die Statistik an. Wie viele Tanks hatten wir denn? 8 Stück. Boah, das ist schon eine Menge. Und
1410 Zombies wurden bei dieser Filmproduktion verletzt. Jetzt schmiert Left 4 Dead 2 ab. Nein, doch nicht. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal mit eurem Papillon hier bei Left 4 Dead 2.